voll riechen hier. Das nennt sich reißender Gebirgsbach. Da möchte ich nicht drin stehen. Guck mal, da hinten kommt es runter. Die weiße, weiß schäumende Ungeheuer. Von da unten, wo die Steine rechts sind, bis 19, also in 20 Jahren, vielleicht, keine Ahnung, 100 Meter Rückgang. Aber dann, der Gletscher ist ja nicht das, was da oben schon siehst, sondern der ist nochmal 100 Meter weiter hinter. Einstieg, Erlittensteig. Ohne Seilsicherung, vielleicht ein bisschen doof. Aber das geht schon. Und jetzt müssen wir hier zwischendrin hoch. Ich hoffe, dass es oben weitergeht, dass wir umdrehen müssen. Ah, hier ist schon ein bisschen zerklüftet da. Aber alles gut, alles gut. Zwischen den Felsen hoch. Das Wichtigste ist einfach wirklich sicheren Stand halten. Nicht so wie jetzt. Und immer eine Hand irgendwo dran. Steil ist. Da geht's schon ordentlich hoch. Da kommen wir schon an eine heikle Stelle. Thank you.
Und ich muss wirklich sagen, das ist mir zu heikel. Da kehre ich lieber wieder um. Ohne Seil muss man das nicht riskieren. Da hat man nur 10 cm Trittbreite. Das riskiere ich nicht. Respekt. Respekt vorm Berg, Leute. A und O. Wer keinen Respekt hat, der verliert sein Leben schneller, als er denkt. Ein Murmeltier in freier Wildbahn. Kaum fange ich Schwätzen an, ist er weg. Da unten unser letzter Halt. Da hinten der Weg, wo wir herkommen. Und da geht's hoch. Mainzer Höhenweg. Pitztaler Gletscher mit der Wildspitzbahn. Mittelbergbahn. Hinten, ganz im Hintergrund, die Wildspitze.